Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Pearl, meine lieben Freunde. Wir finden uns immer noch auf der Eiseninsel. Der letzte Part war ein sehr emotionaler Part mit vielen Auf und Abs. Wir haben ein Teammitglied verloren, haben allerdings über Honigbäume gesprochen. Es war ein wichtiges Teammitglied verloren, was wir verloren haben. Aber wir haben sehr detailliert über Honigbäume gesprochen. Aha. Ich versuche das Positivste auf das Geschehene zu sehen, was man bekommen kann. Und wie ihr merkt, ich versage hoffnungslos. So von daher. Gut, nachdem ich gerade Urs Lucario bestimmt schon zum 10. Mal oder so umgebracht habe, kann ich die Gelegenheit nutzen, um unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass ich hier vielleicht bald schon fertig bin. Ich meine, ihr merkt, dass ich hier ein bisschen, dass ich hier immer ein bisschen hänge, weil ich eben, ja, wie gesagt, weil ich nicht unbedingt Schutz einsetzen möchte, weil ich diese EP einfach gut gebrauchen kann. Und die Möglichkeit, mit Urs zu trainieren, eine seltene Trainingsmöglichkeit ist, die ich in diesem Spiel nicht so einfach bekommen werde. Aber in diesem Part werde ich hier rauskommen. Das verspreche ich euch. Egal wie lang dieser Part ist, in diesem Part werde ich aus den Eiseninseln rauskommen. Das könnt ihr mir gerne als Glaubensbekenntnis ablegen. Ich werde hier rauskommen. Okay. Gut, so viel dazu. Jetzt, ihr seht schon, dass ich mich da hinten begebe. Das ist nicht der Weg, der rausführt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass da drüben noch irgendwo ein verstecktes Item auf uns wartet. Welches ich mir nun eben krallen möchte. Von daher, wobei, nee, komm. Nein! Verdammt! Jetzt geht das wieder los. Eine Sache, die man mit Pokémon vielleicht noch verbessern könnte, ist dieses Flucht gescheitert. Für mich sollte es zwei Optionen geben. Entweder ich kann flüchten oder ich kann nicht flüchten. Wenn ich nicht flüchten kann, habe ich die Chance zu kämpfen. Das finde ich, also, weil, ich meine, wenn das gegnerische Pokémon sowieso so viel schneller ist als ich, das hängt ja alles von der Init ab, dann, was für einen Sinn hat es, dass ich einen Zug damit verschwende, zu flüchten, versteht ihr? Das haut nicht so richtig hin. Genau, hier befindet sich noch ein Pokéball und dann ihr, ich versuche es gar nicht vor euch geheim zu halten. Das sind zwei Galaktik-Leute und wir werden wahrscheinlich gegen die kämpfen müssen. Ich meine, wenn ihr versuchen könnt, die Spannung hochzuhalten und so, oh mein Gott, seht ihr das Team Galaktik? Oh, aber das werde ich, glaube ich, lieber mal sein lassen. Und selbst wenn er fünfmal trifft, ich bezweifle, dass das hier Onix ausschalten kann. Aber wenn ich natürlich gespannt zuschaue, was da sich für Ergebnisse, oder was sich da für Ergebnisse abzeichnen werden. Ja, wobei, fünfmal hätten tatsächlich sogar ausgereicht, um Onix zu erledigen. Sah gar nicht so aus, dass es wirklich ein Fünftel der KP waren, die da runtergegangen sind. Dann wiederum sieht man einfach, wie schwierig es ist, die genaue KP-Anzahl anhand der Leiste festzulegen. Das Einzige, was man ungefähr sicher sagen kann, ist, dass wenn es gerade in den gelben Bereich kommt, wir so bei 50% sind. Und ich glaube, im roten Bereich sind wir bei entweder 10% oder einem Drittel. Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich glaube, ein Drittel ist schon wieder zu Quatsch, ein Viertel. Ich glaube, ein Viertel ist schon wieder ein bisschen zu viel. Ich glaube, es sind tatsächlich erst 10%. Auf jeden Fall, das ist einer der wenigen Sachen, die man eigentlich tatsächlich sicher sagen kann, was das angeht. So, Pokéball, ein KP+. Die ganzen Sachen könnte ich tatsächlich mal verwenden, um meine EVs zu steigern. Aber auch da, Sachen, die ich vor der Liga erledigen werde, weil davor es sich für mich einfach nicht richtig lohnt. Ah, okay, hier befindet sich was. Nämlich ein Beleber. Okay, da brauche ich nicht mal bis zum Top 4 warten. Das wird sich so ziemlich niemals bei mir lohnen, weil ich habe ja da im vorletzten Part über das Problem gesprochen. Was passiert, wenn ich außersehen mal einen Drang einsetze? Nur ich kann euch sagen, eins wird garantiert niemals passieren, nämlich, dass ich außersehen einen Beleber einsetze. Das wird nicht passieren. Von daher brauchen wir uns da wirklich keine Gedanken drüber machen. Für Roselia.
sie ja noch geheilt ist. Ja, whatever. Wenigstens setzt Lucario Kraftfälle ein und macht damit was Gescheites. Nicht, dass ich unbedingt was gegen Knochenharz habe. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsattacke, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, Lucario kann bessere Attacken. Und Knochenharz ist eben eins dieser Duplex-Sieb-Attacken, in welchem er fünfmal angreift. Was jetzt nicht unbedingt... Ich meine, klar, es ist das Problem, dass das Spiel auf jeden Fall als eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zwei- oder dreimal zu treffen, als vier- oder fünfmal zu treffen. Das ist definitiv ein Gamecode, das wurde schon herausgefunden. Sondern es ist halt eher, dass diese Angriffe sehr, sehr lange brauchen, weil natürlich ab der fünften Generation das alles sehr, sehr viel schneller vonstatten geht. Das, ich sag's immer wieder, ist einer der großen Pluspunkte der fünften Generation, dass die Kämpfe einfach schneller vonstatten gehen. Aber wenn man davon absieht, ich meine, Lucario kann diese Kleinsteins, Quatsch, Georocks mit Kraftwelle, mit Stab für 90% Schaden, oder für 90%, für 90 Schaden treffen. Und sehr effektiv. Warum muss man da Knochenharz einsetzen? Das ist eigentlich das große Problem, was ich habe. Boden natürlich ist als Typ fantastisch. Aber gegen Gesteins-Pokémon ist nicht der Moment, in dem Lucario das zünden sollte. Genauso wenig, wie er dann seine Stahlattacken zünden sollte. Sondern er sollte bei seinen Kampfattacken bleiben. By the way, wenn ich gerade schon dabei bin, man sollte Lucario in dieser Generation noch keine Stahlattacken beibringen, finde ich. Weil einfach in den ersten fünf Generationen, oder gut, streng genommen Generation 2 bis 5, war Stahl nur auf zwei Typen sehr effektiv. Nämlich auf Gestein und auf Eis. Und auf beide Typen ist Kampf ebenfalls sehr effektiv. Mit dem Unterschied, dass Kampf eben noch andere Pokémon sehr effektiv treffen kann. Zum Beispiel eben den Stahltypen selbst. Und auch so, was seine neutralen, oder was die Pokémon angeht, die es neutral treffen kann, breiter aufgestellt ist als Stahl. Und von daher lohnt es sich einfach mehr als Stahl. Natürlich, Stahl sollte immer ein defensiver Typ sein. Der muss offensiv jetzt nicht so viel reißen. Aber das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesagt. Alleine durch den Fee-Typ hat Stahl ein großes Interesse gewonnen, weil man damit eben sehr effektiv auf Fee einschlagen kann, was er mit Kampf nicht kann. Im Gegenteil, Fee ist sehr effektiv auf Kampf und Kampf ist nicht sehr effektiv gegen Fee. Und von daher, ab diesem Moment ist es eigentlich interessanter für Lucario geworden, diese Fee oder diese Attacke zu haben. Zumal er ganz gut gegen Fee ist, weil seine Kampfschwäche gegen Fee durch Stahl negiert wird. Das bedeutet, dass Fee neutral gegen ihn ist. Aber da reden wir jetzt gerade über Generation 6. Wir sind ja gerade noch bei Generation 4. Von daher können wir das aussetzen. Aber ich meine, während ich mein 100. Georock umbringe, wollte ich einfach mal den Fokus etwas umlegen und versuchen, mich darauf etwas mehr zu konzentrieren. Von daher, Session Level 33. Bei der muss ich jetzt wirklich... Wow, 4 bei Verteidigung. So, Horrorblick. Das ist eigentlich wirklich interessant. Sie erlernt zwar noch andere Attacken, aber keine ist so wirklich interessant für mich, für die volle Attacken, die jetzt noch kommen. Aber Horrorblick, ich meine, es ist cool, der Gegner kann nicht flüchten. Braucht man ja vor allem bei Wander-Pokémon. Aber hier gibt es nur zwei. Nämlich Vesprit und Cresselia. Die drei Vögel gibt es hier nicht nur im Pokémon Platin. Und von daher verzichte ich mal darauf. Zumal die Attacken von X-Bad relativ definiert sind. Also, die sind wirklich gut. Die möchte ich auch eigentlich nicht. Möchte ich auch eigentlich nicht raushauen. So, Lucario, ich muss mal wieder umbringen. Ich meine, du kennst das Prozedere. Ich glaube, Urs muss mich so hardcore hassen. Ich meine, er nimmt mich mit, heilt meine Pokémon in jedem Kampf. Er spart mir dabei seinen Regelbruch, weil ich es nicht machen muss. Na gut, Stegedom heile sie nach dem Kampf. Also von daher ist es nicht mal ein Regelbruch, den er begeht, selbst wenn ich es machen würde. Und ich bringe sein Lucario laufend um. Ich meine, gut, vielleicht klappt er die Erklärung, die ich mal geschrieben habe, dass Lucario jedes Mal einen Senkai-Boost bekommt, wenn er stirbt. Weil laut dieser Logik müsste er mittlerweile so stark wie Whis sein. Aber ich glaube, wenn er diese Erklärung irgendwann nicht mehr schluckt, ist er ein bisschen sauer auf mich. Von daher, lassen wir das mal lieber. Okay,
Ja, danke für die EP. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil immer Minella noch mit EP bekommt. Aber gut, jetzt sind wir hier tatsächlich so gut wie am Ende. Und hi? Jetzt verstehe ich. Ist ja dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Sehe, dass es nicht ist, weil wir hier trainieren? Nee, das sind sie gewohnt. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Deine Mine? Hallo, wir sind Team Galaktik. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen, kapiert? Ist das nicht so, Partner? Rüpel 2? Richtig, Rüpel 1, du sagst es. Genau so machen wir es, Rüpel 1. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrosteten Eiseninsel. Hahaha, sehr lustig, verrostete Eiseninsel, In Freud und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Was ist das? Das Glaubensbekenntnis, was die Pokémon-Trainer in der Kirche von Herzhofen ablegt. Sag mal, wisst ihr überhaupt was über diese Region? Ich lasse zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Caleb, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Verhaltenskodex oder Glaubensbekenntnis? Such's dir aus! Je nachdem, ob du gläubig bist oder nicht. Okay. Gut, Team Galaktik und ihre Pokémon sind absolut schwach, wie ihr seht. Einzige Problem ist, ich muss mich jetzt wirklich mit Erdbeben zurückhalten, weil ich möchte Lucario ungern jetzt schon erledigen. Von daher, halte ich mich tatsächlich dieses Mal ein bisschen mehr zurück, aber... Ja, zwei Galaktik-Rüpel, je drei Pokémon, ist so wirklich der schwierigste Doppelkampf, weil die Pokémon nicht so gut sind. Wenn ich jetzt mit Walzer Glück habe, kann ich da jetzt einen schönen, durchgehenden Schaden machen. Sehr schön, Kraftwelle auf das richtige Pokémon eingesetzt. Und ich irgendwie versucht, super mit Knochenhals anzugreifen. Okay, das war jetzt fies. Sorry, Urs, sorry, war nicht böse gemeint. Okay, was haben wir denn noch? Ein Zubat? Auf der richtigen Seite, sehr gut. Damit dürfte es definitiv in der nächsten Runde sterben, weil ich kann mir ja jetzt die Seiten nicht neu aussuchen, mit denen ich den Walz angreife, mit dem Glibunkel. Okay, das wird für Lucario schwierig. Wobei gut, nee, er hat Knochenharz. Ja, aber es geht daneben. Mann. Gut, dafür trifft Walzer und ich kann ein zweites Zubat um die Ecke bringen. Was ich, wie gesagt, nicht ganz verstehe. Ich meine, seit wie vielen Parts schlachten wir ein Golbat nach dem anderen und jetzt will uns Team Galaktik mit Zubats Angst machen? Ja, macht nicht wirklich viel Sinn. Schlammbaum ist übrigens Boden, wie ihr merkt, nicht Gift. Das kann man verwechseln, weil es eben Matschbombe gibt und Matschbombe Gift ist. Und genau genommen, wenn man sich das wirklich überlegt, Matsch und Schlamm sind sich schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Also von daher... Verdammt. wenn man diese Attacken verwechselt, ist das keine Schande, in keinster Art und Weise. Ich würde sogar gesagt haben, wow, Knochenhals steht mit einem Schlag schon wirklich viel ab. Gut, das Libunkel ist hinüber. Jetzt bin ich gespannt, weil der rechte Trainer war ein bisschen unkreativ. Zubat, Golbat. Was hat der linke drauf? Das ist schon eher interessant. Charmian und Glibunkel. Ich nehme an, da kommt jetzt ein Pion... Okay, ich wollte gerade sagen. Entweder Pion Skora oder Skunkapu. Ne? Wir haben uns für Skunkapu entschieden. Alles klar. Ich wechsle mal. Soll ich zu Helium wechseln? Habe ich einfach ein bisschen Angst vor Skunkapu. Edelweiß ist leider tot, damit nicht einsetzen. Ja, ich muss mich gerade nochmal dran erinnern. Okay, gut. Überlassen wir das hier Lucario mit Knochenarzt und ich kümmere mich um dieses Golbat. Sehr schön. Ich meine, hätte ich das gewusst, dass es auf jeden Fall ihn umbringt, hätte ich definitiv gewechselt. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Knochen hat zwar nicht 100% Treffchance und von daher vertraue ich dieser Attacke auch nicht mein Leben an. Level 43. Jetzt ist der definitiv weit genug, um in dieser Arena zu morden. Die kommt, hoffe ich. Hoffe ich, weil, wie gesagt, es ist auch immer mit Risiko verbunden, ihn einzusetzen. Das ist eigentlich das große Ding. Wobei ich, wenn ich jetzt natürlich Lucario und mein Team... oder in mein Team hole, was definitiv viel Arbeit erfordern wird,
Und das ist der richtige Zeitpunkt, einen Ruckzuck-Hieb einzusetzen, Lucario. Sehr gut. Wenn ich hier wirklich in mein Team hole, hätte ich da auch sowas sehr Gutes für die Arena. Ha. Ich könnte heulen. Das ist so traurig. Was eine starke Kombination. Unfassbar. Ja, danke für das Geld. Danke, danke, danke. Aufhören, Rüpel 2. Das reicht. Eure Kombination ist einfach nur krank. Ihr beiden, dann eure Pokémon. Verschwinden wir, Rüpel 1. Okay. Rüpel 2. Sorry. Och man, Rüpel 1. Du weißt nicht mal mehr meinen Namen. Na gut, wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactic aussieht. Ich war Rüpel 1, richtig Rüpel 2. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Ja. Vielen Dank. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das in diesem Ei schlummert, die Welt zeigst. Die Zeit mit dir war wirklich unterhaltsam. Jetzt will ich meine Fähigkeiten aber an anderen Orten testen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Du Urs, das fände ich auch sehr schön, Du warst der beste Trainingssklave, den ein Mensch sich hätte wünschen können. Fick dich, ich hab's probiert. Was denn, Urs? Immer noch sauer, weil ich den Lucario so oft umgebracht habe. Jetzt sei doch nicht mal. Sei doch nicht so nachtragend. Wirklich. Sei ein Kumpel. Also gut. Wir haben aber hier noch eine dritte Ebene. Die ist aber nur ganz, ganz kurz, keine Sorge. Wir müssen nämlich hier nach oben. Und ihr seht schon, da hinten befindet sich ein Ausgang, wobei ich vielleicht nochmal ganz kurz runtergehen werde, einfach um zu schauen, ob ich da irgendwelche Items finde. Und jetzt komme ich hier ohne Probleme mit den letzten paar Routen mit Mookiemans Erdbeben AP durch. Jetzt habe ich ihn tatsächlich schließlich weitergebracht, als ich dachte. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr 10 Level niedriger, bevor ich hier war. So krass war der Effekt. Aber natürlich habe ich dafür andere vernachlässigt, das ist klar. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich das wieder einigermaßen hinbekomme. Wie gesagt, ich schaue jetzt nochmal kurz hier runter, weil ich glaube, dass das hier ein verstecktes Item irgendwo war. Könnte aber auch sein, dass ich das wieder mit Platin verwechsel. Das ist ja meine Spezialität. Ja, sieht ganz so aus. Okay. Gut, dann hole ich mir wenigstens da oben das Item, was hier so andächtig auf mich wartet. Wofür wir auch diese ganze Eiseninsel durchqueren müssen. Schwerste Arbeit. Nein, Golbat, du interessierst mich gerade nicht aus breit diskutierten Gründen. Also, komm her, mein lieber Leuchtstein, den ich, bevor ich diese Höhle betreten habe, noch hätte brauchen können. Und nun eigentlich am liebsten ins Grab von Roselia legen würde. Wobei, wisst ihr was? In Fakt werde ich genau das tun. Doch, ich werde genau das tun. Übrigens, schade, dass man hier kein verstecktes Item platziert. Das hätte man machen können. Bist du fertig? Ja. Ich mein's mal, der Pokémon ist gestorben. Ich muss begraben geben. Ei, ei, Ankerlichten! Nimmt dich das so überhaupt nicht mit? Ich bin Seefahrer. Was glaubst du, wie viele Pokémon auf der See jeden Tag verrecken? Wow, ey, das war irgendwie sehr, sehr dunkel, wie du das formuliert hast. Also, lass uns wieder mal überdenken. Oh Gott, leck. Was ist denn jetzt los? Sollte eigentlich nicht sein. Aber, wie gesagt, wisst ihr was? In Fakt, ich werde das tun. Ich werde genau das machen. Ich werde dem Leuchtstein Edelweiß in sein Grab mitgeben. Als Grabbeilage. Kein Witz. Wie gesagt, es ist eben umso bitterer, dass ich da vor allem gekommen bin, um diesen Stein für ihn zu holen, damit es immer zu einem Roserade wird. Das wird er nicht mehr erleben. Aber ich hoffe, du wirst mit diesem Leuchtstein glücklich werden. Die Box ist schon ziemlich groß, ne? Scheiße. Okay, also wie gesagt, wenn ich mir diese Auswahl so anschaue, drei Tentachas, ein Bamelin und ein Bojelin. Ja, ich bin jetzt nicht gerade breit aufgestellt. Macht tatsächlich Lucario am meisten Sinn. Dafür muss ich natürlich dieses Pokémon dann an einem Ort ausbrüten, wo ich noch kein anderes Pokémon gefangen habe. Und das fällt mir mal spontan Jubelstadt ein. Von daher werde ich mich jetzt dorthin begeben und wie ein Irrer hin und her fahren mit dem Fahrrad.
das wird definitiv lange dauern. Aber, ja, ich werde euch noch in diesem Part reinschneiden, wie er schlüpfen wird. Und vielleicht auch, wie es sich entwickeln wird. Das schaue ich dann auch. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich. Ja, das ging schneller als gedacht tatsächlich. Wir haben ein... Wie? Ja, schauen wir doch einfach mal, was sich darin befindet. Ich meine, ich weiß es. Und ich habe es euch schon total gesagt, was sich hier drin befindet. Aber es ist ein kleines Riolu. Das bedeutet... Das Kind von... Oder wahrscheinlich das Kind von Urs, seinem Lucario. Ja, ich hoffe, dass es sich etwas besser anstellt. Und, um das zu gewährleisten, nenne ich ihn Whis. Ich hoffe, das wird ein gutes Omen sein und er wird alle in diesem Let's Play komplett zerstören. So, was hat mein... Oh, ist süß. Stimmt, diese Generation erstmals schlüpfen sie auf Level 1 aus, nicht mehr auf Level 5 wie bisher, was sehr unlogisch war. Mäßig? Das ist nicht gerade das, was ich geplant hatte. Aber man kann es zunutze machen. Es wird jetzt nur extrem schwierig, ihn richtig zu trainieren. Ich meine, ich kann ihm Aurasphäre geben, ich kann ihm Finsteraura geben. Da hätte ich auch was, mit dem ich Psycho-Pokémon und Geist-Pokémon mal taggen kann. Besser spät als nie. Nach Lamina ist nicht vor Lamina, aber trotzdem... aber ich muss jetzt erstmal natürlich den Guten extremst trainieren. Und zwar, was habe ich denn hier? 33. 33 ist das, was ich ihn trainieren kann. Das ist das Level von Minella. Und das werde ich auch absolut nutzen. Natürlich werde ich euch diese gesamte Session ersparen. Ich schaue nur kurz, aber... Ja, wobei, der Chip hat ein höheres Level. Wie gesagt, ich werde euch diese ganze Session ersparen und wir sehen uns dann wieder, wenn Riolu soweit ist. Oh, wir sind tatsächlich schon so weit, dass es sich entwickelt auf Level 19. Wobei Riolu einen Vorteil hat, nämlich, dass er schon auf 120 Freundschaft startet. Die meisten starten ja auf 70. Dementsprechend ging das natürlich sehr, sehr schnell und 17 Level up sind natürlich dementsprechend auch mit sehr, sehr vielen Punkten verbunden. Also von daher sehr, sehr schön. Und wir können Knochenharz lernen. Das hat ja relativ gut gepasst. Auch wenn ich auf lange Sicht plane, die Attacke mit Erdbeben zu vergessen. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich raushaue. Ich würde sagen Ausdauer, auch wenn Gegenschlag mit Ausdauer eigentlich relativ cool ist. Aber ja, ich glaube, ich entferne das mal. Super, okay, dann haben wir jetzt ein niegelnagelneues Lucario und ich werde dieses jetzt noch bis auf Level 33 trainieren. Jetzt müsste es einfacher sein, selbst zu kämpfen, aber ja, ihr seht schon, Spezialangriff ist schon deutlich höher. Das ist tatsächlich ein Problem, weil, ja, ich habe gerade noch wirklich physische Attacken. Das ist wirklich schwierig. Ich muss mal schauen, wo ich eine Herzschubär bekommen, damit ich auf jeden Fall Finsteraura ihm beibringen kann, denn das geht mittels Attackenerlerner. Oder habe ich vielleicht eine in der Zwischenzeit und habe das nicht wirklich mitbekommen? Moment, muss jetzt gerade nochmal schauen. Habe ich eine Herzschuppe? Nee. Okay, schau mal, wo ich eine herbekomme. Bis dahin verabschiede ich mich dann in diesem Part von euch, meine lieben Freunde. Danke für Daumen hoch. Das nächste Mal stellen wir uns in Fleetburg, dem Arenaleiter, mit einem fertigen Lucario. Ich freue mich auf euch. Bis so, dann. Ganz kurz noch. Mir ist eine simple Möglichkeit tatsächlich eingefallen, um meinen Pokémon auf den Stand zu bekommen, den ich ihn gerne haben möchte. Nämlich, indem ich einfach eine Herzschuppe im Untergrund mir hole. Und das gibt mir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, Whis hier, und ihr seht es schon auf Level 33, Finsteraura beizubringen. Gemeinsam mit anderen interessanten Attacken, sage ich mal. Offenlegung ist auch ganz interessant. Metallklau eigentlich auch, weil es Stepdorf wird, aber ich möchte jetzt vor allem Finsteraura. Ich habe den gerne noch ein bisschen trainiert, weil auf 37 er Aurasphäre erlernt. Und das wäre tatsächlich mal sehr interessant. So. Ich treibe mich lieber von Knochenharz.
sind wir gerade am wenigsten, auch wenn es, wie gesagt, auf lange Sicht möchte ich ihm schon auch Erdbeben geben. Ablettip kann er leider noch nicht. Aber ja, wie gesagt, Aurasphäre kommt dann auf Level 37, da freue ich mich schon drauf. Und auch Turbotempo lernt er, aber das dauert alles noch seine gute Zeit. Ich hoffe, er überlebt lange, wenn wir nicht bis zum Ende. Und ich bin gespannt, wie er sich in die Arena schlagen wird, genauso wie alle anderen. Ich begebe mich dann einfach schon mal in Position und wir sehen uns dann in Grotomania das nächste Mal. Ich werde zunächst versuchen zu kämpfen oder mit ihm zu kämpfen, sofern es geht. Wenn ich es nicht weit bringe, dann wird ganz einfach zu Muckyman gewechselt. Also von daher, und jetzt wirklich danke und wirklich bis zum nächsten Mal.